Hat Gott eine spezielle Sichtweise über unseren Wert oder hat das keine Bedeutung für Gott? Wenn du sagst, keine Bedeutung, Gott weiß, dass fehlendes Selbstwertgefühl das größte Problem auf unserem Planeten ist, im Grunde bei allen Menschen. Aus Gottes Sicht brauchen wir natürlich kein fehlendes Selbstwertgefühl zu haben, da wir von seinem Standpunkt aus die Krönung seiner Schöpfung sind. Er schaut auf dich und denkt, du bist ein Wunderwerk meiner Fertigkeit, so sieht er dich. Er liebt es, dass er jeden von euch als Individuum mit einer individuellen Persönlichkeit geschaffen hat. Er möchte dich kennenlernen und dich erfahren. Das tut er zu einem gewissen Grad, aber du vermeidest oft, dass es geschieht. Von Gottes Standpunkt aus hast du bereits einen Wert. Es ist nur dein emotionaler Glaube, dass du keinen Wert hättest. Das ist das größte Problem. Es geht also nicht darum, liebevoller zu werden. Ich bin bereits so wertvoll, wie ich jemals sein könnte. Aus Gottes Sicht ja, aber nicht von deinem Standpunkt aus. Und wie kommt das? Die Familie, aus der du stammst, hat dir diesen Glauben auferlegt. Höre also auf, Gott die Schuld für dein fehlendes Selbstwertgefühl zu geben. Erlaube dir, den Ursprung für dein fehlendes Selbstwertgefühl zu sehen. Was immer in unserer Kindheit passiert ist, hat nichts mit Gott zu tun. Und es ist ein großes Problem der Sünde über mehrere Generationen hinweg. Erinnert euch, Sünde ist nicht in Harmonie mit Liebe. Mehrere Generationen haben ihre Emotionen nicht in Harmonie mit Liebe weitergegeben. Selbstwert ist eine riesige davon und fehlt nun als persönlicher Wert. Und um etwas Wert zu erlangen, tun wir Schreckliches. Ehrlich, viele von euch verkehren sexuell mit Leuten, die ihr kaum kennt, nur um etwas Wert zu erhalten. Viele von euch haben sogar abgetrieben, wie Karen erwähnte, nur um zu vermeiden, dass ihr Wert angegriffen wird, oder? Vieles davon handelt auch von Wert. Wir sind bereit zum Morden und sagen, es ist okay im Namen des Wertes. Wir sind bereit, in Extreme zu gehen im Namen unseres Wertes, und das ist unser großes Problem. Ja, es ist ein großes Problem, aber versteht, von Gottes Standpunkt aus seid ihr bereits vollkommen wertvoll. Du könntest sagen, aus Gottes Sicht ist das kein Thema, aber er weiß, dass es ein Problem in uns ist und wir uns dort auf unserem Weg hindurcharbeiten müssen. Danke.